Innovation ist wirklich etwas, das danach strebt, Neues zu kreieren. Und ich würde mal sagen, nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in der Gesellschaft oder in der Administration, im Service Public zum Beispiel. Also Innovation kann an vielen Orten in der Gesellschaft vorkommen. Wenn man es enger fasst, ist es oft mit, sagen wir, wirtschaftlichen Innovationen verbunden. Aber wie gesagt, für mich ist die soziale Innovation oder die künstliche Innovation ist auch Teil der Innovation. Das heißt, es gibt die technologische Innovation, die extrem disruptiv sowohl auf die Märkte, auf Firmen einen Ausdruck hat, genauso wie für die Gesellschaft. Am Ende, wenn wir sagen, wir Uber haben, verändern sich auch die Beziehungen, sagen wir, zu Taxiunternehmen, nicht nur das Geschäftsmodell von Taxiunternehmen. Das heißt, wir haben eine Zeit, wo sehr viele Technologien, man kann sagen, reinfunken bis tief in die Gesellschaft. Und in diesem Zusammenhang finde ich es enorm wichtig, dass die Geistes- und Sozialwissenschaften eine Humanisierung der Technologie versuchen zu erwirken. Also, dass klar ist, dass Produkte, Dienstleistungen, Erlebnisse, Interaktionen, dass die eigentlich für den Menschen gemacht sind letztendlich. Ich kann es vielleicht an einem Beispiel illustrieren, das sehr aktuell ist. Die Corona-App, die wir jetzt vielleicht demnächst haben werden in der Schweiz, wenn alles gut geht, ab dem 11. Mai, da ist es enorm wichtig, das ist eine IT-Leistung, das ist ein programmiertes Ding. Aber dort ist enorm wichtig, dass das Human-Machine-Interface, die Art, wie wir mit dieser App interagieren, dass die, sagen wir, so gestaltet ist, dass wir verstehen, worum es geht. Es ist auch wichtig, dass Leute den Quellcode lesen können, dieser App, damit man versteht, was da im Hintergrund alles passiert. Das heißt, es braucht eine menschliche Schnittstelle mit dieser Applikation. Und noch auf einem größeren Level ist es eigentlich wichtig, dass die Gesellschaft sich bewusst ist, welche Themen oder Risiken auch mit einer solchen App verbunden sind. Zum Beispiel die Privacy-Issues, die Security-Issues. Das heißt, es braucht auch gesellschaftliche Auseinandersetzung mit einer technologischen Innovation, die uns vielleicht wirklich hilft, diesen Coronavirus in den Griff zu bekommen. Aber es braucht immer diese Schnittstelle zum Menschen. Und in diesem Bereich sind die Sozial- und Geisteswissenschaften enorm wichtig. Zwei ganz konkrete Sozial- bzw. Geisteswissenschaften in diesem Zusammenhang, die wichtig sind, sind die Ethik, die Philosophie. Mit welchem Menschenbild gehen wir an eine solche App-Entwicklung heran? Zum Teil ist das klar. Da hat es ganz viele Leute mit einem Abschluss in Marketing oder in, ich weiß nicht, HR oder irgendetwas, die kommen natürlich aus den Sozial- und Geisteswissenschaften. Auf der anderen Seite ist man sich deren Beitrag nicht immer bewusst, weil man ihn vielleicht weniger gut quantifizieren kann. Und dort gibt es wirklich ein Problem mit der Messbarkeit oder mit Indikatorensystemen. Meine Erfahrung, ich habe mit KMU gearbeitet. Meine Erfahrung ist, wenn man ein KMU überzeugen wollte, dass es mit einem ein KTI-Projekt oder ein Innoswiss-Projekt macht, dann musste man den finanziellen Aspekt in den Vordergrund stellen und zeigen, was das bewirken könnte finanziell für die Firma. Also der Nutzen musste evident werden. Und wenn man dort dann gesagt hat, ja, wir könnten den Prozess optimieren, indem wir einzelne Prozessschritte vereinfachen oder das Produkt vereinfachen, dann hat das sofort irgendwie Widerhall gegeben in den KMU. Das heißt, es ist ein wenig das immaterielle Gut, das ja auch zur Innovation gehört, dass man Werte mitgestaltet oder die Beziehungen zu Kunden mitgestaltet oder eben co-kreiert mit Kunden und damit Beziehungen erarbeitet mit den Kunden. Viele dieser Dinge sind noch nicht gut angekommen als Wertschöpfung in der Wirtschaft selbst. Man muss die Interdisziplinarität fördern.
Wenn man jetzt zum Beispiel über Klimawandel diskutiert oder eben jetzt wieder über die Corona-Krise oder über ähnliche große, sogenannte große gesellschaftliche Herausforderungen, dann braucht es Interdisziplinarität. Dann braucht es das Zusammengehen der Ingenieurwissenschaften, der Naturwissenschaften und der Geister- und Sozialwissenschaften. Und ich denke, darüber hat man sich ehrlich gesagt noch zu wenig Gedanken gemacht in der Schweiz. Diese Diskussion geht sehr oft unter. Im Moment diskutieren wir, ob wir überhaupt bei Europa wieder dabei sein können, bei Horizon Europe. Das ist im Moment wieder wichtiger. Es gibt immer wieder Dinge, die sich sozusagen in den Vordergrund schieben, meiner Meinung nach. Und es wäre schön, mal eine etwas grundsätzliche Diskussion darüber zu führen, ob wir wirklich gleichmäßig nicht nur allen Disziplinen, sondern auch allen Akteuren wirklich die richtigen Rahmenbedingungen geben für eine fruchtbare, sowohl Grundlagenforschung wie angewandte Forschung. Was tatsächlich relativ wenig stattfindet, ist die Zusammenarbeit auf Bildungsebene zwischen den Disziplinen. Design zum Beispiel würde enorm davon profitieren, einige der Studiengänge oder sagen wir Module zusammen mit den Ingenieurswissenschaften zu absolvieren oder mit den Betriebswirtschaftslehre. Also so könnte man eigentlich versuchen, Brücken zu bauen, aber wir sind sehr eigentlich stark in Silos organisiert. Und interdisziplinäre Studiengänge haben es eher tendenziell etwas schwieriger in der Positionierung dann auch in der Bildungslandschaft. Also das ist etwas, was ich so von der Bildung her schon wahrnehme. Die Technologie und die Möglichkeiten, sagen wir mal CO2 aus der Luft herauszufiltern oder solche Geschichten, finde ich wahnsinnig wichtig. Auf der anderen Seite geht es im Moment ja darum, ein seltsames Rätsel zu lösen. Das ist, dass die Leute wissen, dass es den Klimawandel gibt und sie trotzdem sehr wenig Verhalten ändern. Und wenn wir auf der Ebene von Verhaltensänderung sind oder von einem Verhalten, das positiv der Natur gegenüber ist, dann sind wir bei den Sozialwissenschaften. Das ist die Psychologie, das ist die Sozialpsychologie, das ist die Ökonomie. Also da gibt es so viele Fragestellungen, die eigentlich wirklich nur von den Geistes- und Sozialwissenschaften und den Künsten wirklich bearbeitet werden können. Also der Wissenschaftsrat hat sich über viele Jahre mit dem Thema immer wieder mal beschäftigt. Er hat Schriften publiziert dazu, aber hat eben, wie ich schon zu Beginn gesagt habe, auch sehr oft Gesetzgebungen kommentiert oder Themen so aufs Tapet gebracht, ohne immer mit einer Publikation zu kommen. Aber er hat dabei einige sehr interessante Positionen entwickelt. Und ein Grund, weshalb er auch immer ganz stark für die Geistes- und Sozialwissenschaften votiert hat, ist eigentlich, dass die Welt sehr komplex geworden ist, dass wir sehr große Grand Challenges haben, mit denen wir umgehen müssen und dass wir keine Antworten darauf finden können, wenn wir nur technologisch getrieben darüber nachdenken. Das ist so ein wichtiger Kernpunkt gewesen.